Nein, Levitation bitte. Und du gelingst jetzt. Ich hole noch einen Mana-Trank. Da kannst du dich auch nicht rausreden. Du gelingst jetzt. Ich will das cinematisch machen. Oh. Yay. Ein Buchstabe. Und, ich will das gerade auf Video aufnehmen. Ich werde es gleich nachher dann entziffern. Ich habe irgendwie voll Spaß daran. Ich dachte gerade, die Kampfmusik hätte eingesetzt. Schaffe ich es noch mit der Levitation? Da ist übrigens... Oh Gott! Wow. Hey, beruhig dich mal, Sturm. Da oben war übrigens eine Statue. Des heiligen Delin. Was war das? Glashütte? Einfach mal reinschauen. Hm. Scheint, dass hier Glas verkauft würde. Du hast Fragen. Nein, eigentlich nicht. Abtei des heiligen Delin. Ich weiß gerade nicht, ob das wirklich ist, wo ich hin will. Ich glaube aber schon. Oder ich muss zur Abtei des heiligen Olms. Einer von den beiden Heiligen da war es. Das hier kann gut hinhauen. Ist noch möglich. Nein. Schloss, Schloss. Ich glaube, ich verliere gerade übrigens eigentlich meine Hoffnung, dass das der Ort ist, an den ich wollte. Aber ich schaue trotzdem kurz mal nach. Oh, hi. Wieso hast du dich da eingesperrt? Ist das irgend so ein dummes Ritual? Egal. Oh, hi. Wie geht's dir? Ich befreie hier Menschen, Leute. Menschen. Und ich weiß nicht, wieso ich... Ach so, egal. Gut, Heilig Olms. Dann war es dieser Bereich. Denn ich bin ja auf der Suche nach etwas. Das werde ich dort finden. Weil ich keine anderen Hobbys habe, als Dinge zu finden. Nichts wirklich Mächtiges, aber wenn ich so in der Nähe bin, dann will ich es aufsammeln. Da ist der Heilige Olms. Olms, 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 Olms. Das ist der Platz des heiligen Orms, der von einigen bösen Zungen auch heiliger Orms genannt wird. Aber ich nenne ihn Orms, weil das netter ist. So. Orms, Orms, Orms. Ein Holztier. Das ist ein gutes Zeichen. Nee, ist es nicht. Oh, Bücher. Es kann ja sein, dass mir zufällig die Bücher, die ich suche, begegnen. Die laufen mir dann auf der Straße so entgegen und ich sammle die dann. Sieht mich jemand? Nee. Oh mein Gott! Es sind Ratten! Wie ihr seht, machen die Ratten mir kaum Schaden. Und ich treffe sie auch ziemlich oft. Im Vergleich zu damals. Jetzt müssen wir hier ein bisschen den Boden absuchen und ich glaube, das wird eine lange Suche. Ich werde erstmal die Leichen hier loswerden und die Tür schließen. Ach doch, keine lange Suche. Seht ihr, was da liegt? Ganz klein. Habe ich jetzt zufällig gefunden. Der Marandus Propylon Index. Wir lernen noch früh genug. Wofür die Indexe sind. Keine Sorge. Ich habe mittlerweile aber schon 4, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Ja, eins kann ich euch sagen, es gibt insgesamt 8 dieser Indexe und die sind auf ganz Wadenfell verstreut. Das heißt, wenn man von selbst nach denen suchen will, dann dauert das schon ein bisschen. Und ich kann mit Stolz sagen, dass ich wenigstens 3 komplett allein gefunden hatte damals. Immerhin 3. Es waren 3 definitiv. Tempel! Schön, dass du da in der Nähe liegst. Direkt Levitation.